erkunden jetzt Köln. Wir machen nämlich jetzt eine Free-Walking-Tour. Die geht da hinten gleich los, da warten schon ein paar. Geht so 2,5 Stunden. Und wir sind gespannt, was wir so erfahren über Köln. Unsere Free-Walking-Tour ist jetzt zu Ende, war ganz spannend. Wir haben viele neue Sachen erfahren. Wir haben unter anderem sogar erfahren, dass Köln eigentlich die Hanse gegründet hat und die Hamburger erst viel später dazu gekommen sind. Aber Köln ist mittlerweile rausgeflogen aus der Hanse. Und dass der Dombau über 600 Jahre gedauert hat, weil die Kölner sind nicht die Schnellsten, haben einfach mal zwischendurch über 300 Jahre Pause gemacht. Und ein paar Kölsch getrunken. Wir sind jetzt auf dem Weg in die Werkstatt. Mal gucken, was die zu meinem Fahrrad sagen. So, das Fahrrad ist abgegeben. Wir versuchen tatsächlich noch das Schaltwerk zu reparieren. Ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt möglich wäre. Mal gucken, da wir auf einer Radtour sind, hat er uns gerade versprochen, dass er aber das sofort anguckt, ob das geht, weil wenn die einen Ersatzteil bestellen müssten, wäre das nicht vor Ende der Woche. Wir drücken die Daumen. Die Fahrradwerkstatt hat sich schon gemeldet. Das schon nach 2 Stunden jetzt. Anscheinend ist das Fahrrad fertig. Jetzt bin ich mal gespannt. Es ist tatsächlich wieder voll funktionstüchtig, mein Fahrrad repariert. Und das innerhalb von 2 Stunden hat er tatsächlich hier das ganze Schaltwerk wieder zurecht. Unser letzter Tag hier in Köln, unser letzter ganzer Tag. Und wir können Köln natürlich nicht verlassen, ohne uns nochmal den Dom genauer anzugucken. Und das heißt auch von innen. Und da gehen wir jetzt rein. So, das war also jetzt der Dom von innen. War ganz spannend, sich das mal anzusehen. Ist schon ganz hübsch da drin. Jetzt geht es aber für uns erstmal weiter. Jetzt gehen wir nämlich noch kurz an den Rhein runter und wollen für heute Abend noch Tickets kaufen für eine Rheinrundfahrt. Und danach gibt es noch Reibekuchen. Die Tickets für die Panoramafahrt haben wir jetzt. Haben wir da vorne gekauft. Und jetzt wollten wir uns ja noch Reibekuchen holen, aber leider sind die Pforten noch geschlossen. Kommen wir heute Abend nochmal wieder. Die Reibekuchenbude hat leider immer noch nicht auf, aber dafür gibt es jetzt eine Mini-Pizza. Und dann geht es auch schon gleich los auf unsere Bootstour. Ist leider schon vorbei. War echt schön, noch mal ein bisschen so die Abendsonne genießen und auf Köln gucken, vom Wasser aus. Ein paar Randinfos hat man auch noch bekommen. Und jetzt gehen wir aber erstmal was essen. Wir haben jetzt unser letztes Kölsch hier in Köln getrunken. Morgen geht es nämlich weiter und dann nämlich erstmal Richtung Maastricht. Da besuchen wir noch mal kurz meine Schwester. Und da liegen jetzt 120 Kilometer vor uns, deswegen wird sich das so in 2 Tagesetappen teilen. Und mal sehen, morgen soll es nämlich wieder sehr heiß werden, aber wir sind ja jetzt gut im Training. Guten Morgen. Wir haben jetzt soweit alles gepackt jetzt und dann starten wir gleich Richtung Maastricht. Für unsere erste Tour heute geht es Richtung Aachen zu einem Campingplatz. Ich glaube so... Was hatten wir da? Ja, so knapp über 70 Kilometer sind das nur.
ganz schön anstrengend, mit dieser Hitze hier zu fahren. Aber weiter geht's. Wir machen hier gerade ein kleines Päuschen beim Bäcker und haben uns erstmal gekühlte Getränke geholt, weil es so unglaublich heiß ist heute. Es sind irgendwie knapp über 30 Grad. Und wir hatten eben eine lange Etappe an der Bundesstraße mit knalliger Sonne, weil die Bäume leider auf der falschen Seite standen. Und deswegen haben wir jetzt eine kleine Planänderung für unseren heutigen Tag vorgenommen, weil wir jetzt noch ein paar Campingplätze näher dran gefunden haben. Ja, jetzt fahren wir nur noch so 15 Kilometer bis zum nächsten Campingplatz und bleiben da heute. Dann ist die Tour heute relativ kurz, nur knapp über 50 Kilometer. Und wir fahren lieber morgen ein bisschen mehr, weil morgen das Wetter wesentlich angenehmer werden soll. Da soll es nämlich nur 20 Grad warm werden. Und deswegen sind wir sehr erleichtert, dass wir noch einen Campingplatz gefunden haben. Werden uns hier gleich nochmal mit ein paar Lebensmitteln eindecken und dann gemächlich zu unserem Campingplatz fahren. Jetzt haben wir ja keinen Stress mehr. Wir sind jetzt angekommen auf unserem Campingplatz und hier schlagen wir jetzt erstmal unser Zelt auf. Und das Gute ist, dass hier direkt ein Badesee mit ist und da gehen wir nämlich gleich dann erstmal schön schwimmen. Das Zelt ist aufgebaut und jetzt gibt es erstmal auch mal eine Kleinigkeit zu essen und einen Kaffee. Mit wunderschöner Aussicht. Frisch gebrühter Kaffee direkt am Badesee. Wir haben jetzt nochmal schnell geduscht nach dem Baden. Der See war doch ein bisschen kälter als wir gedacht haben. Und bevor wir uns jetzt gleich unsere Nudeln kochen, haben wir uns hier nochmal ein alkoholfreies Hefeweizen gegönnt. Und genießen nochmal den Ausblick an dem schönen Badesee. Guten Morgen aus Düren. Wir haben sehr gut geschlafen und Zelt ist schon alles abgebaut und so. Und dann frühstücken wir jetzt noch kurz und trinken unseren Kaffee. Und dann geht's gleich auf nach Maastricht. Jetzt in den Niederlanden angekommen. Und hier ist es ganz schön bergig, wie man vielleicht sieht. Und was sagst du? Sehr schöner Ausblick, aber den man hier oben hat. Die Tour ist leider schon wieder zu Ende. Sie hat aber echt Spaß gemacht und war sehr interessant. Wir haben nämlich unter anderem erfahren, dass früher die Besitzer der Mine auch an Sonntagen Geld verdienen wollten, an denen nämlich die Arbeiter ihren freien Tag hatten. Und deshalb sind die ganzen Kunstwerke dort in der Mine, weil sie nämlich vor 100 Jahren schon da die Touristen durchgeführt haben. Und was auch spannend war, dass der Kölner Dom mit dem Kalkstein aus dieser Mine gebaut wurde.
Das letzte Mal, als wir was gedreht haben, waren wir in Maastricht. Da sind wir jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt nämlich wieder in Köln. Und zwar sind wir am Flughafen in Köln. Unser Plan war ja eigentlich, über Österreich nach Italien zu fahren. Das Problem ist aber, dass in Österreich die Corona-Zahlen jetzt gerade wieder unglaublich steigen und dass Teile von Österreich jetzt auch schon als Risikogebiet erklärt worden sind. Und wir haben uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, was denn passiert, wenn wir dann in knapp 2 Wochen nach Österreich rein wollen, beziehungsweise vor allen Dingen, wenn wir dann nach Italien einreisen wollen, ob die in Italien uns überhaupt reinlassen, wenn wir dann gerade vorher in Österreich waren, wenn Österreich Risikogebiet ist. Und da die ganzen Entwicklungen da irgendwie überhaupt nicht vorherzusehen sind und es deshalb sehr schwierig für uns hätte werden können, nach Italien zu kommen, haben wir sehr viel hin und her überlegt und haben uns jetzt dazu entschieden, direkt nach Italien zu fahren. Genau, und deswegen sind wir jetzt hier am Flughafen in Köln. Wir werden aber nicht fliegen, sondern wir nehmen den Bus, der dann noch so 13 Stunden fährt. Bis Mailand fährt von Köln aus. Und dann sind wir morgen schon in Italien. Schneller als gedacht, aber das ist bestimmt auch sehr schön. Fahrradtechnisch zu packen und dann ab zu unserer Unterkunft.